Wechselt Mats Hummels jetzt doch innerhalb der Bundesliga? Und für welchen Bayern-Star liegt jetzt ein fettes Angebot auf dem Tisch? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt in unseren aktuellen Kick-News. Deutschland steht im Viertelfinale der Europameisterschaft. Seit gestern Abend ist klar, dass es dort gegen einen der ganz großen Titelfavoriten geht. Spanien konnte sich nach einem 0:1 Rückstand noch souverän gegen Georgien durchsetzen. Ebenfalls in der Runde der letzten 8 sind die Schweiz und England, die nächsten Samstag aufeinandertreffen werden. Für Italien ist das Turnier dagegen schon beendet. Die Schweiz war einfach zu stark für den Titelverteidiger. Luciano Spalletti bleibt trotzdem Trainer der Squadra Azzurra. Das wurde vom Verbandspräsidenten offiziell verkündet. Spalletti soll das Team auf die WM 2026 vorbereiten. Mit einer jungen Mannschaft wollen die Italiener in 2 Jahren wieder um den Titel mitspielen. Der FC Barcelona hat am Wochenende 3 Spieler verabschiedet. Einer davon ist Marcos Alonso. Der Vertrag des Spaniers läuft aus und wird nicht mehr verlängert. Für den 33-jährigen Linksverteidiger geht es jetzt wohl ablösefrei zu Atletico Madrid. Außerdem hat Barca die Trennung von Joao Felix und Joao Cancelo bekannt gegeben. Die beiden Leihspieler besitzen ab heute keinen gültigen Vertrag mehr in Barcelona. Jetzt kehren Joao und Joao zu ihren Stammvereinen zurück. Cancelo steht ab heute also offiziell wieder im Kader von Manchester City, Felix zieht es zurück zu Atletico Madrid. Eine Zukunft haben beide dort aber wohl nicht mehr. Kurios wurde es dann aber am Nachmittag des gestrigen Sonntags, denn kurz nach der Veröffentlichung hat Barca die Verabschiedung von Cancelo und Felix wieder zurückgenommen bzw. einfach die Beiträge gelöscht. Auch in der offiziellen Clubmitteilung tauchen die Namen plötzlich nicht mehr auf. Dort ist nur noch von einem Abschied von Alonso zu lesen. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist also wohl noch nicht gesprochen. Barca hofft weiter auf einen Verbleib der beiden. Die Katalanen kümmern sich aber auch um andere Angelegenheiten, zum Beispiel um die Verpflichtung von Neuzugängen. Im Transferpoker um Jadon Philogene gehen die Blaugrana jetzt aufs Ganze. Das Interesse des spanischen Topclubs am 22-Jährigen wird jetzt so richtig konkret. Barca hat auch schon ein offizielles Angebot bei Philogenes Club Hull City eingereicht. Der Flügelspieler soll zunächst für eine Saison ausgeliehen werden. Ein Jahr später soll dann eine an Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro greifen. Es wäre ein durchaus kurioser Transfer der Katalanen, die sich in der Regel nicht in Englands zweiter Liga nach Verstärkung umschauen. Doch die finanzielle Not des Clubs scheint erfinderisch zu machen. Philogene war erst vor einem Jahr für rund 6 Millionen Euro von Aston Villa zu Hull City gewechselt. Dort hat sich der Rechtsfuß schnell einen Stammplatz erkämpft. Die abgelaufene Saison hat Philogene mit 33 Pflichtspieleinsätzen, 12 Toren und 6 Vorlagen beendet. Geht es jetzt nach Barcelona? Barcelona? Okay. Der VfB Stuttgart sitzt im Geschacher um DFB-Stürmer Dennis Undaf am kürzeren Hebel. Die im Leihvertrag verankerte Kaufoption über 20 Millionen Euro hat der VfB schon gezogen. Brighton & Hove Albion konnte aber mit einer Rückkaufoption umgehend kontern. Der VfB konnte damit einen leichten Transfergewinn erzielen. Aber das Ziel ist ein anderes. Undaf soll auch in der anstehenden Saison den roten Brustring tragen. Brighton setzt aber 30 Millionen Euro Ablöse als Verhandlungsbasis an. Mit den Aufwendungen, die der VfB mit dem 27-Jährigen ausgehandelt hat, würde das Gesamtvolumen des Deals bei über 50 Millionen Euro liegen. Ein enormer Betrag, den die Stuttgarter aber durchaus zu zahlen bereit sind. Möglich machen das die Millionen aus der Champions League und aus den Verkäufen von Leistungsträgern wie Serhou Guirassy oder Waldemar Anton. Zu gut und zu wichtig war Undaf während seiner Leihsaison, die ihn sogar in den EM-Kader der Nationalmannschaft gebracht hat. 19 Tore und 10 Vorlagen sprechen für sich. Gut für den Bundesliga-Vizemeister, Undaf selbst hat sich längst zum VfB bekannt. Auch vertraglich ist alles vereinbart. Ihn zieht nichts mehr an die englische Südküste zurück. Auch nicht der neue Brighton-Coach Fabian Hürzeler. Das verbessert Stuttgarts Verhandlungsposition. Ein Angebot ist in Arbeit. In den kommenden Tagen stehen in der Causa Undaf entscheidende Gespräche an. Undaf soll im Sturm des VfB aber nicht alleine bleiben. Der Vizemeister bemüht sich um einen Nachfolger für Guirassy und der soll Ermedin Demirovic heißen. Mit dem Torjäger vom FC Augsburg sind sich die Stuttgarter schon einig. Jetzt muss es nur noch eine Übereinkunft mit dem FCA selbst geben. Als Ablöse stehen 15 bis 20 Millionen Euro im Raum. Die Fuggerstädter hoffen aber auf eine noch höhere Summe. Schließlich war Demirovic in der abgelaufenen Saison mit 15 Toren und 10 Vorlagen in der Liga ein absoluter Leistungsträger. Außerdem hat das Wort des 26-jährigen Kapitäns auch in der Kabine großes Gewicht. Es ist ein herber Verlust für den FCA, der sich diesen auch teuer bezahlen lassen will. Ein Wechsel zum VfB ist aber nicht mehr in weiter Ferne. Schon in den nächsten Tagen könnte der Transfer final über die Bühne gehen. Und auch beim FC Chelsea werden die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Die Blues stehen vor der Verpflichtung von Kiernan Dewsbury-Hall. Der Mittelfeldspieler von Leicester City soll in diesen Tagen den Medizincheck bei den Londonern absolvieren. Eine Einigung zwischen den Clubs wurde schon erzielt. Umgerechnet rund 35 Millionen Euro sollen als Ablöse fällig werden. Auch Chelsea-Talent Michael Golding soll in den Deal verrechnet werden. Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison sein Profidebüt für die Blues gegeben hat, soll im Gegenzug zu Leicester wechseln.
Dadurch übertrifft Chelsea eine Offerte von Brighton & Hove Albion. Die Seagulls hatten ebenfalls rund 35 Millionen Euro für Dewsbury Hall geboten. Sogar den Medizincheck hat er schon bei den Seagulls absolviert. Als der Anruf von Chelsea kam, wollte der Spieler aber nur noch an die Stamford Bridge. Und was geht beim BVB? Dieses Kapitel scheint sich für Sebastien Haller langsam zu schließen. Interessierte Clubs strecken inzwischen immer intensiver ihre Fühler nach dem Ivora aus. Und zu denen zählt auch weiterhin Besiktas. Die Vereinsbosse haben sich jetzt nochmal mit den Beratern des 30-jährigen Mittelstürmers getroffen. Während der BVB einen Haller-Abgang begrüßen würde, ist beim Torjäger selbst noch keine Entscheidung gefallen. Die Tür nach Istanbul steht ihm offen. Kürzlich wurde zudem ein Interesse aus Mexiko bekannt. Der FC Juárez lockt angeblich mit einem Spitzengehalt von 10 Millionen Euro. Beim BVB hat Haller keine Perspektive mehr. Der fast sichere Neuzugang Serhou Guirassy sowie Niklas Füllkrug versperren künftig den Weg in Richtung Stammplatz. Und auch mit Youssoufa Moukoko wird bis auf Weiteres unter dem neuen Trainer Nuri Sahin fest geplant. Für Haller ist deshalb kein Platz mehr. Gleiches gilt auch für Mats Hummels. Beim Abwehrspieler ist längst klar, dass er den BVB verlassen wird. Hummels auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert. Bislang sah es stark danach aus, dass der 35-Jährige künftig in der Serie A auflaufen wird. Es öffnet sich jetzt aber auch eine Tür in der Bundesliga. Und das kommt doch ziemlich überraschend. Der Kicker berichtet, dass es beim neuen Meister Bayer Leverkusen Gedankenspiele um eine Verpflichtung des Innenverteidigers gibt. Positiv bewertet man bei Bayer unter anderem Hummels Führungsqualitäten, seine Zweikampf- und Kopfballstärke und dass seine Spieleröffnung gut zum Leverkusener Ballbesitzfußball passt. Gegen eine Verpflichtung spricht das Tempodefizit des 35-Jährigen. Klar ist, Hummels wäre sofort und ablösefrei verfügbar. In Leverkusen könnte er den Kaderplatz von Jonathan Tah einnehmen, sollten sich Bayer 04 und der FC Bayern denn auf eine Ablöse einigen. Ob sich die Leverkusener Spur zu Hummels konkretisiert, das müssen wir erstmal abwarten. Wir bleiben für euch natürlich weiter an der Sache dran. Eine weitere spannende Personalie, die die BVB-Bosse beschäftigt, trägt den Namen Rayan Cherki. Nach Informationen von Fußballtransfers liegt der BVB im Rennen um die Unterschrift des 20-jährigen Offensivspielers von Olympique Lyon mittlerweile auf der Pole Position. Der BVB ist zuversichtlich, einen Transfer in den kommenden Tagen eintüten zu können. Konkurrenz bekommen die Schwarz-Gelben aber nach wie vor von Paris Saint-Germain. Der französische Meister zeigt ebenfalls Interesse an Cherki. Eine PSG-Offerte über 15 Millionen Euro plus 3 Millionen an Bonuszahlungen hat OL aber abgelehnt. Der französische U21-Nationalspieler ist noch bis 2025 an Lyon gebunden. Ein Angebot zur Verlängerung lag Cherki bereits vor, der technisch versierte Offensivakteur hat das aber abgelehnt. Denn Olympique wollte sein Gehalt reduzieren. Für Cherki kommt das nicht in Frage. Profit daraus schlagen könnte jetzt der BVB. Auch beim FC Bayern werden die Kaderplanungen immer konkreter. Keine Zukunft an der Säbener Straße hat Matthijs de Ligt. Manchester United lockt den Abwehrspieler. Der englische Rekordmeister hat dem Niederländer ein fettes Angebot über einen 5-Jahres-Vertrag vorgelegt. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien laufen. De Ligt kann bei United richtig abkassieren. Eine Einigung ist deshalb in greifbarer Nähe. Mittlerweile besteht auch schon Kontakt zwischen den Clubs. United hat die Gespräche mit München über einen Transfer aufgenommen. Und der Rekordmeister hat längst signalisiert, dass de Ligt den Hut nehmen darf und auch soll. Vincent Kompany plant ohne den einstigen 67 Millionen Neuzugang. Dass die Bayern exakt dieselbe Ablöse wieder einspielen, ist unrealistisch. Dennoch wird man versuchen, in den Verhandlungen mit United so nah wie möglich an die Ursprungssumme heranzukommen, die man einst an Juventus Turin überwiesen hat. Gehandelt werden derzeit zwischen 40 und 50 Millionen. Dieser Tage bereitet sich De Ligt mit Oranje auf das Achtelfinale gegen Rumänien vor. Anpfiff ist morgen um 18 Uhr. Realistischerweise werden ganz konkrete Schritte erst nach der Europameisterschaft in Angriff genommen. Danach ist ein Transfer zu den Red Devils ein sehr realistisches Szenario. De Ligt ist das absolute Wunschziel von Trainer Erik ten Hag und United hat die finanziellen Mittel, um den Deal schnell unter Dach und Fach zu bringen. Hier könnte es also ganz schnell gehen. Auch oder eher vor allem Uniteds Angriff braucht ein oder zwei Neuzugänge. Marcus Rashford hat in dieser Saison enttäuscht und von Anthony brauchen wir gar nicht erst anfangen. Auch von 74 Millionen Neuzugang Rasmus Højlund hatte man sich im verregneten Manchester mehr erhofft. Einen waschechten Knipser bräuchte man mal wieder. Victor Osimhen wäre so einer. Der Nigerianer steht nach Jahren bei der SSC Neapel jetzt im Sommer vor dem großen Sprung. Er ist dem Club aus Kalabrien entwachsen. Präferiertes Ziel der Tormaschine? Die Premier League. Mit seiner Dynamik, Körperlichkeit und gleichzeitig aber auch starken Technik und Ballbehandlung passt Osimhen wie kein Zweiter in Englands Elite-Liga. Am liebsten würde er beim FC Chelsea unterschreiben, dem Lieblingsclub seiner Kindheit. Die Blues unternehmen aber wohl keinen Vorstoß. Anders sieht das bei United aus. Die Red Devils wollen in die Bresche springen und versuchen mit allen Mitteln Osimhen zu überzeugen. United will Napoli einen Tausch anbieten, der es wirklich in sich hat. Man würde für Osimhens Dienste eine ordentliche Stange Geld plus den Dänen Rasmus Højlund nach Italien schicken. Ein möglicherweise interessantes Angebot für die SSC. Højlund kennt die Serie A bestens aus seiner Zeit bei Atalanta Bergamo. Vor einem Jahr ist er dann ins Old Trafford gewechselt. Einziger Haken? Napoli und vor allem Neutrainer Antonio Conte wollen unbedingt Romelu Lukaku haben.
Ein Doppelsturm aus Højlund und dem Belgier klingt zwar verlockend, ist aber auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht besonders realistisch für Neapel. Ob United mit diesem Angebot also Erfolg haben wird in der Sache Osimhen? Wenn der Nigerianer wirklich kommen soll, muss der englische Rekordmeister wohl eher tief in die Tasche greifen. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt auch einen Channel bei WhatsApp. Dort bekommt ihr immer alle wichtigen Infos rund um Kick11 und vor allem zu unserem neuen Zweitkanal Kick11 Live, wo ihr uns auch vor der Kamera sehen könnt. Also kommt da schnell rein, das geht hier über den QR-Code oder ihr sucht einfach bei WhatsApp nach Kick11. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns da. So, jetzt haben wir das abgefrühstückt. Jetzt kommen wir zu unserer Frage des Tages. Würdet ihr es feiern, wenn Mats Hummels der Bundesliga erhalten bleibt? Und wenn ja, sollte er wirklich zu Leverkusen gehen oder doch zu einem anderen Club? Ich könnte ihn mir zum Beispiel auch gut bei Stuttgart vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Schreibt uns mal eure Meinung zur neuen Hummels-News in die Kommentare. So, damit sind wir schon wieder durch für heute. Das waren unsere Kick-News zum Wochenstart, zum Montag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen in die neue Woche, wo auch immer ihr gerade seid. Auf Arbeit, in der Schule, in der Uni oder einfach zu Hause. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Haut rein, bleibt stabil.